Du denkst auch, die sind alle nur umgefallen, weil du dein Schwert gezogen hast. Nur von dem Geräusch der... Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es geht. Du mieser kleiner Penner. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, ignoriert uns einfach. Ach, scheiß drauf. Gehen wir erstmal zu Ian und bringen ihm das verfluchte Zahnrad. Das ist wirklich... Und schauen mal, wie es dann weitergeht. Ian, wir kommen. Aber war es für dich? Juhu! Ja, für das Zahnrad haben wir einen Spagat gemacht. Und ich hoffe, du dankst es uns auch. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Alles klar. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Nein. Ihr könnt von Glück reden, dass die Meine-Krauler, diese schönen Meine-Krauler, nicht eure Gesichter und Köpfe kraulen. Und dass sie euch hier nicht überrennen, wenn wir da das Tor öffnen. Ja, ihr könnt von Glück reden, dass wir hier sind. Ohne uns würde hier alles zerbrechen und zerbrechen. So, also auf die zähle ich nicht, aber wir versuchen mal, die zu versammeln. Erwache. Ja, danke. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Okay. Möge der Schläfer dich schützen. Ja, da vertraue ich doch mal eher auf meine Schwertkünste, bevor ich einfach mal daran glaube. So, wir müssen runter. Wo geht's denn hier lang, ha? Ach ja, hier hinten. Oh Mann, jetzt öffnen wir das Tor und die Krauler kommen hindurch. Schön, meine Krauler. Puh, okay, wir konnten ja recht gut noch mithalten. Aber wenn wir das Tor öffnen, glaube ich, werden wir gleich überrannt, als ob es hier irgendein Süppchen umsonst gibt. Ja, dann gibt es Buddleraufstand und Bauernaufstand, denn alle wollen eine Suppe haben. So, wir sollen ja mit Gornavid reden. Wer ist das? Gornakosch. Gornavid, hey. Erwache. Ja, danke. Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht. Aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Der Schläfer, erwache. Ja, danke. Lass mich vor. Ja, ich gehe ja schon. Ihr seid doch schon viel länger hier. Ihr hattet viel mehr Möglichkeiten, euch hier schon mal umzuschauen. Und im Endprodukt müssen wir das regeln, oder was? Sag mal, seid ihr bescheuert? So, Viper, hey. Hast du noch etwas Erz da? Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Er hat noch den leichten Zweihänder. Er hat noch den leichten Zweihänder. Haben wir genug Erz, um das zurückzukaufen? Och, kann der verfluchte Ork mal da aufhören? Bitte? Das ist hier ein bisschen zu laut. Wenn du Streit suchst, komm ruhig näher. Gut. Okay, dann reden wir ihn von etwas weiter an. Oh, das ist verdammt laut, das Geräusch. Ach, egal, komm her. Viper! Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. So, den leichten Zweihänder, den haben wir ja so gesehen, den einen Templer abgenommen, der vom Sumpfhai umgebächt wurde. Und wenn wir das zurückkaufen können, tun wir das. Weil wir haben ja sonst gar keine Zweihandwaffe. Wir haben nichts. Wir haben ja nichts. So, den Ring kannst du haben. Die Tränke behalte ich mal. Erz haben wir nicht so viel. Gut, wir müssen hier jetzt ganz schön reinstecken. Du kriegst die schwarzen Weiser. Die Crawler-Zangen heben wir mal auf wegen das Sekret. Was haben wir denn noch hier so zum Verticken? Die Bücher, die wir gelesen haben,
brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Die Lehren der Götter haben wir nicht gelesen. Blutfliegen haben wir gelesen. Rezepturen, das komische Gebrabbel von Snap. Hieß ja so? Von diesem Koch dort im alten Lager. Das haben wir auch schon gelesen. Können wir getrost weglassen. Und Schlacht von Varant haben wir auch schon gelesen. So. Okay. Mana brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Aber wer weiß. Vielleicht noch. Ah, diese ganzen Fressalien. Ja gut, verkaufen wir den Steinbrecher, behalten wir mal noch. Stahlzunge, Herrscherstab brauchen wir auch nicht mehr. Spitzhacke. Oh, das wird eng. Das wird eng. Okay, einen zweiten Kreis haben wir eh noch nicht. Wir verkaufen die Windfaustrune. Nur weil wir das Geld brauchen. So, was haben wir noch? Licht brauchen wir nicht. Ich glaube, wir kriegen das Geld gar nicht zusammen. 1900. Das ist ein bisschen sehr viel. Nein, das schaffen wir gar nicht. Das schaffen wir nicht. Okay. Gut, vielleicht schauen wir später nochmal vorbei. 1900 Erz kriegen wir auf keinen Fall zusammen. Leider. Leider, leider, leider. So, Moment. Ich muss mal kurz hier was abchecken. Ah ja, alles klar. So, Askan, war der hier? Ich glaube nicht. Okay. Wir schauen trotzdem nochmal. Wir schauen trotzdem nochmal vorbei. Oh. Doch, das war hier. Da oben ist das Tor. Wir gehen mal nochmal zur anderen Seite. Mich würde mal interessieren, was da war. Oh Mann. Unter dieser Ork-Quetsche, beziehungsweise unter diesem Stampfer, möchten wir unseren Fuß nicht halten. Das könnte am großen Onkel etwas wehtun. So, hier gibt es noch zwei Abzweigungen. Zwei Zweigungen, das ist immer gut. Die Abzwiebel können wir uns ja mal gönnen. Ich glaube, hier gibt es Minecrawler. Hallo, Crawler. Crawler, komm. Ihr seid meine Crawler. Komm her, du Dreckvieh. Ja, yeah, super Kombo. Komm her, du Mistschwein. Ja. Dachtest du dir eben noch, du putzt dich ein bisschen, ja? Denkst du, kannst uns verarschen, hä? Nix da. Nichts da. Okay, gibt's hier noch irgendwas zu holen, hä? Wir müssen mal schauen, dass wir uns auch den Telekinese-Zauber hier zunutze machen. Dass, wenn hier irgendwas in der Nähe ist, müsste er denn gleich angezeigt werden, sofern wir rankommen. Das ist super. Oh Mann, ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig, in diese dunkle, dunkle Mine zu gehen. Ich überlege gerade, ob wir die Templer versammeln oder ob wir das alleine wagen wollen. Dann hätten wir natürlich auch mehr Erfahrung. So, was haben wir? Was haben wir hier? Ein Ring, hey. Ist das der Ring? Geschicklichkeit plus 5. Hm. Wir haben Stärke plus 5 und plus 10. Ah, oh, nee. Nee, das können wir nicht wirklich gebrauchen. Ich weiß auch leider nicht, wie viel Einfluss die Geschicklichkeit auf unseren Nahkampf hat. Oder ob es überhaupt irgendeinen Einfluss hat. Weil im Normalfall würde ich jetzt sagen, das ist nur wichtig, wenn wir mit dem Bogen umgehen wollen. Und das tun wir ja nicht. Das tun wir nicht. So, Pfeil liegen noch hier. Hä? Was ist das? Pfeil? Hier stand doch irgendwas. Ein Knochenbogen. Hey, das hätten wir ja beinahe übersehen. Den schauen wir uns doch mal an, was der wert ist. 200, immerhin.
Vielleicht schaffen wir es ja doch noch mit dem Erlös aus der dunklen, dunklen Mine hier uns das Zweihandschwert zu kaufen. Ja. Okay. So, dann gehen wir noch in diese Abzweigung. Der Zweig des Vertrauens. Vertrauen wir einfach mal. Okay, mein Crawler. Okay. Komm her! Nein, nicht mit Telekinese. Da können wir nicht so viel mit anfangen. Hallo! Wow! Oh, der hat ganz schön Damage uns reingebächt, oder? Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Ja, okay. Nehmen wir halt einen Trank. Nein, ich glaube, wir waren schon angeschlagen. Hallo? Wow. Wir haben ja wirklich hier eine gefürchtete Minecrawler-Vernichtungskombo auf Lager. Ah. Ist hier noch jemand? Ja klar, ich höre doch was. Komm her. Krauli, Krauli. Drei. Zwei. Bam! Roundhouse-Stoß. So, blocken, zuschlagen. Blocken, wir können das, glaube ich, gar nicht blocken, oder? Was machst du da? Willst du da in das Fass rein? Willst du dich verstecken? Hier gibt's keine Verstecke. Hä? Hä? Wir können uns... Hä? Was hat denn das für einen Sinn? Moment. Wir nehmen den mal raus. Haben wir alles... gut. Hä? Wieso können wir uns in den... Was sollte das bringen? Ja. Schön gemütlich hier. Oder? Ja, das betrachten wir uns mal bei Licht etwas genauer. Hier. 6. Machen wir mal ein bisschen Licht in die Sache bringen. So, und dann verstecken wir uns hier. So. Und was macht das jetzt? Können wir uns da vor die Minecrawler verstecken? Hm, das ist ja seltsam. Ich glaube eher, dass der Minecrawler sich da drinnen verstecken wollte, oder? Könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Naja, gut, okay. So, ui, was liegt denn hier alles Schönes? Ein Steinbrecher, okay. Das klingt schon mal gut. Ich glaube, den Erlös für das Schwert könnten wir so zusammenkriegen. Noch ein Trank, irgendwas Spezielles? Nein, nur zum Heilen und zum Mana-Pushen? Das ist ja auch ekelhaft hier, oder? Hier war lange niemand mehr Staubwischen und so. So, Erz können wir leider nicht machen. Ich erwähne es immer wieder gerne, dass wir das leider nicht können. Ich würde es sogar sonst machen. Kommen wir hoch. Ah, es würde wohl auch nichts bringen. Telekinese. So, liegt hier noch irgendwas rum? Das müssten wir dann mit dem Zauber sehen, oder? Hm. Ja, das mit der Tonne ist seltsam. Wirklich sehr seltsam. Gut, dann haben wir die ganzen Abzweigungen hier auch uns angeschaut. Dann geht's jetzt wohl ab zum Tor öffnen. Und zwar... das war hier...
Nee, wo waren? Das war auf der anderen Seite, genau. So, dann lassen wir das Tor öffnen, oder? Schauen wir, was es da so Schönes gibt im Dunkeln. Im Dunkeln kann man gut rumpeln. Ja. Diese ganzen Pilze hier, ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt noch mitnehme. Es scheint ja keinen Sinn zu haben. Ob wir hier was kochen können, weiß ich auch nicht. Das werden wir auch mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ah! Gut, leider schaust du, ha? Du denkst ja am liebsten, oder beziehungsweise du denkst dir, in welche Scheiße bin ich hier nur geraten? Ich will raus hier. Raus. Ganz weit raus. So, und wir sind so krank und öffnen noch das Tor. Wahrscheinlich. Hallo. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey Askan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Askan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Na wieso? Du hast doch eine fette Rüstung. Die ich auch gerne hätte, die man aber leider nicht bekommt. Okay. Gut, dann holen wir noch ein paar Templer. Ihr habt ja gesehen, wie die anderen uns geholfen haben. Also werden die hier eine ganze Menge wert sein. Ich bin gespannt. So, wie viel haben wir denn hier? Wie viele Templer überhaupt? Ich glaube, mit Namen waren das 3 Stück. So, Ian, Viper. Wir schauen noch mal kurz, wenn wir all in gehen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Wenn wir all in gehen, ob wir das Schwert nicht irgendwie uns kaufen können. So. Das und das weg. Geschicklichkeitsbonus brauchen wir nicht. Flammenschutz auch nicht. So, hier könnten wir natürlich auch ein bisschen was verkaufen, aber ich weiß halt nicht. Ja doch, wir verkaufen hier mal ein bisschen was, was wir hier an Gro haben. Waldbeeren, diese komischen Pilze hier, die bringen ja auch immerhin ein bisschen was. Fleisch, ja, da können wir eine ganze Menge verkaufen. Wein, ja, komm. Wasser brauchen wir, denke ich mal, auch nicht so wirklich. Hier können wir auch ein bisschen was wegnehmen. Ein bisschen hier so, ein bisschen da so. Ja, das sollte klappen. 1900 kriegen wir zusammen. Nice. Nice. So, verkaufen wir noch das Blutfliegenbuch. Und den Rest können wir, glaube ich, mit Erz noch kompensieren. Okay, die 8 Erz schenke ich dir. Und den leichten 2er gönnen wir uns. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Okay. Somit haben wir zumindest eine kleine leichte Waffe, die wir, wenn wir überhaupt mal die erste Stufe Zweihand lernen, auch gebrauchen werden. So, jetzt aber los hier. Hier. Na? Erwache. Ja, danke. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Na sicher. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen.
Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde dort sein. Alles klar. Lass mich vorbei. Ja, warum? Ich wollte ja eigentlich gerade rumstehen. Okay. Helfen. Koanakosch. Hilfst du uns auch? Erwache. Ja, danke. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut. Wir treffen uns beim großen Durchgang. Okay, der braucht keinen Heiltrank. Kommt so ein normaler Templer auch mit? Erwache. Was liegt an? Hör mal. Musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Ja. Gut, also nur die mit Namen kommen wohl mit. Dann nehmen wir den da oben auch noch mit. Ich glaube, das war Gornabar. Ach ja, hier lang. Und dann haben wir, glaube ich, drei. Zusammen. Ja, haben wir. Dann gehen wir in die dunkle Grotte. In denen es dunkle Geheimnisse gibt. Und noch so dunklere Gestalten, die uns wahrscheinlich mit einer Kelle über die Wupper schicken. So, Gornabar, ich hoffe, du machst dich da unten ein bisschen nützlicher wie hier oben. Erwache! Ja! Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. Das ist gut. Lass mich mal vorbei. Ja, ich gehe ja schon aus dem Weg. Er ist so richtig euphorisch. Ja, ich kämpfe mit dir. Und dann lass mich mal vorbei hier. Du dreckiges Mistvieh. Okay, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war, wenn das Tor jetzt geöffnet wird, ob uns gleich da alles entgegengekrault kommt oder ob wir noch etwas Zeit haben, die Waffe zu ziehen. Ich habe keine Ahnung. Okay, Fakt ist, das Schwert haben wir. Wir können aber noch nicht damit umgehen, daher wäre das Wahnsinn, das zu benutzen. Du warst mit ihnen hier? Das sah ihm so aus, als ob er festgefroren ist beim Rennen. Wie viel Schaden macht das? 70. Meine Fresse, ist das heftig. Ja. Okay. Dann brauchen wir uns das später nicht kaufen. Weiß ich nicht, ob wir das irgendwie mal bekommen. Aber das werden wir ja sehen. Nice. Nice. Meine Klinge dürstet es nach Minecrawler-Blut. Ich würde am liebsten gleich durchrennen. Hoffentlich haben wir bei dem Tor nicht schon wieder irgend so einen Bug oder sowas. Das wäre nicht so schön. Nee, das wäre nicht schön. Wir haben übrigens nur noch eine Verwandlungsschriftrolle, die wir brauchen, um hier wieder rauszukommen. Weil wer die Vorparts nicht gesehen hat, das Haupttor zu der Mine ist durch einen Bug, da wir zu viel an der Winde rumgefummelt haben, verschlossen. So, hier warten schon alle auf uns. Ja, du kommst auch noch mit. Oh Mann, ich bin verdammt aufgeregt, was uns hier entgegengeballert kommt. Hoffentlich nicht zu viel.